Ein zufälliges Ereignis belohnt den Spieler mit Werteverbesserung oder Geld. Okay, in dem Fall war es wahrscheinlich eine Werteverbesserung, weil ich habe kein Geld gekriegt. Alter, der hat mein Auto voll geblutet. So ein... Ey, meine Motorhaube! Alter! Ah, yeah. Krieg ich mal so einen schönen U-Turn eigentlich hin? Müssen wir mal probieren. Oder auch nicht. Wow. So, aber was fahre ich denn jetzt eigentlich? Boah, der Wagen hört sich schlimm an. Ich fahre den Wagen jetzt erstmal zur... Ich fahre nach Hause. So. Und dann gehe ich auf den Job. Ja, wir fahren auf den Job. Dann wechseln wir mal... Oh, auch ein cooler Wagen. Dann wechseln wir eben auf den nächsten Charakter, weil hier sind wir erstmal fürs Erste durch. Und da der Wagen ja eigentlich repariert ist, werden wir ihn abstellen. Hoffe ich. Schauen wir. So. Du Arschloch. Ernsthaft? Seriously? Really? Was ist das denn? So. Diese Strecke nach Hause ist ja echt schlimm, ey. So. Oh, da waren wir zu schlimm, Mann. Ah. Der klappert und raschelt in allen Ecken. So. Hier. Hier links. Ja, die Strecke nach Hause muss ich mir echt merken. Gott. Oh, ich habe einen Rasenmäher. Cool. Was habe ich denn noch? Kaputtes Auto. Gut, dann werden wir hier mal safen gehen. Und dann werden wir einen kurzen Cut nochmal machen. Und dann werden wir auf den nächsten Charakter wechseln. In der nächsten Aufnahme dort ein paar Aufgaben erledigen. Ich denke, es wird Trevor. Tippe ich mal. In meinem neuen Bett schlafen hier. Bing. So. Gemütlich, wie wir hier gekleidet sind, direkt mit Klamotten. Kein Thema. Waren erst noch schwimmen. Haben sportlich uns betrieben. So. Und an der Stelle bis gleich. So und willkommen zurück bei Bremnet LP mit GTA 5. Okay, lass mich durch hier. Lass mich durch hier. Wobei, never mind. Wir wollten wechseln. Und zwar... Wen nehmen wir denn mal? Wir nehmen Trevor. Der hier irgendwo... am Pier ist. Habe ich dich beim Schreiben gestört?
Guck nicht so böse, Alter. Kippst das? Ah, okay. Kratzt er sich erstmal in seinen Eiern. Irgendwie Jimmy, irgendein krasser Checker, labert uns hier an. Was will der denn? Ganz Ammunition erstmal wieder. Und Jimmy at iFind. Hey, hier ist dein Nizzle-Jizzle. Hey, Onkel T, hier ist Jizzle. Jimmy D, der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Sorry. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Jay. Können wir noch antworten? Wähle ein Wort. Für was hältst du mich? Ein degenerierter Penner? Du bist wie mein Sohn, wenn mein Sohn ein fetter Verlierer wäre. Wenn er nicht wäre, wäre ich. Was? Was er nicht wäre. Ich liebe dich, du musst ein von den Guten sein, wie ich. Weniger Gras, mehr Mess, so kriegst du was auf die Reihe. Ja, toller Ratschlag. Ein super Ratschlag, Herr Onkel. So sehe ich das mal. So. Achso, ne, müssen wir noch auswählen, sonst klappt das nicht. Gott, am Ende der Welt ist er. Und ich will dahin. Ti. Ja, Trevor. Was er auch immer hier hinten gemacht hat, ey. Schön für dich. So. Oh Gott, wir mit einer grottigen Kiste hier rumgurken, Alter. Wie viel Kohle hat der denn hier eigentlich? 31.000. Ach ja. Wir haben ja das Flugfeld gekauft. Aber bis jetzt einmal genutzt haben, mehr ja, und das war's dann, oder was? Oh, wir müssten da hinten. Gibt es eigentlich nicht sowas wie Schnellreisen oder so? Alter, Leute, ernsthaft, really? Hallo? Nerv nicht. Beiseite hier. Ach ja. So, wir fahren rüber. Wir haben. Alter! Nicht SMS und fahren und so. Ist nicht gut. Oh, gosh. So eine lahme Kiste, musst du echt mal was Neues tun. Wieso hast du dich eigentlich wieder umgezogen? Fällt mir gerade auf. Ernsthaft? Steht da wohl mehr drauf, diese Klamotten, ey. Gammelig, wie seine Bude. Naja. Jeder, wie er es halt mag, ne? So, Entschuldigung. Nichts passiert, Bulle, kannst dich wieder verpieseln. So. Das war aber dunkelrot für den eben, der da über die Straße gefahren, dunkelgelb. Weil ist ja gerade auf Grün umgesprungen, da war das schon mitten auf der Kreuzung, ey. Halt! Verfahren. Geh zur Hölle? Ich gehe nicht zur Hölle. Und wenn, nehme ich dich mit. So. Ach wie, kein Hubkonzert? Die fahren auch wie bekloppt hier, echt mal. Unverständlich, ohne Scheiß. Wie kann man nur so bekloppt Auto fahren? Nee, nee. So, wuppa. Zack.
Bäm. Au. Das tat weh. Aua. Au. Alrighty then. Trevor is the Trevor. Trevor is a what? Trevor is a good guy. He's got family. Got kid, ain't he, Floyd? That's it, right? Yes, Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating. There's Mr. Raspberry Jam. Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Well, show me. Show me. I don't want to. Ich aber auch nicht, danke. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Oh, Alter, was? Alter, was? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run. We got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really miss it. Ich habe Augenkrebs. Ich weiß ganz genau, ich muss gleich zum Arzt. Where the port is? Ja, weiß ich. Weil ich habe Navi und das hilft meistens, mich irgendwo hinzuführen, wenn ich mich nicht verfahre. Come on then, Floyd, what you got for me? Like I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school, and I've been regretting it ever since. Floyd always was a stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want, and I'll do my... Gee! I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well... There's been all these, Meriwether folks hanging around. Meriwether Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone, the folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe. Around the globe? And recently cleared to operate on U.S. soil? That, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it... It ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? No. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague, Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Meriwether guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something.
Go park and get the dispatch. Yep, will do. Go park and get the dispatch. Hello, arrived. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Folge Floyd. Folge dir. Yeah, it's over here. You ever get helicopters coming in and out of here? You know, those big sky crane things that can pick up a whole container? Now, this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them. Especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedored them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Meriwether guys at 2 o'clock. They're giving Forrest a hard time, all right. Sind wir jetzt langsam da? You! We need 2 guys on the handler. A couple of containers and Baby got to be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now! Ja, ich geh, also muss ich nach vorne hoch? Nee, muss hier hoch. Get up. We gotta do this. Ja, steig in den Frachtlader. Mach ich doch gerade. Das ist keine Bitte. Das war ein Befehl. Benutze How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier than when he's neck deep in shit. Please, ich würde mal sagen, just hier. Don't. Wozu brauchen wir dafür 2 Leute? Those are the containers in Bay B. Ja. Ich hoffe, das passt hier. Sieht nicht so aus. Nicht so wirklich. Wir machen das 100% heute. So. Achso, falsche Taste. Haha. And attach it. That's it. Now we gotta bring it over to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. So. Die labern einen Scheiß hier mal. B? Ich würde sagen, einfach hier abstellen, oder? Also hier auf die, orangen Flächen. Nee, F. Zack. You happy? Now I'll get the other one for you. Me, anyway. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah,
I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view.